Hallo liebe Hungrige, von den vielen, vielen Senfsorten, die es gibt, eine genaue Zahl herauszubekommen, war mir unmöglich, gehört für mich zu den leckersten der Feigensenf. Leider gibt es den nicht überall und der ist auch nicht gerade billig, also dachte ich mir, wäre es doch schön, diesen selbst zubereiten zu können. Und das Rezept dazu, welches ihr übrigens auch wieder auf meiner Website esslust-blog.de findet, entdeckte ich in diesem Buch vom Gräfe und Unzer, also dem GU Verlag. Es ist eine wahre Fundgrube, wenn es um Selbstgemachtes geht. Und ich verlinke es auch mal in der Infobox. Wir brauchen dafür frische Feigen, die es, um der Frage vorzubeugen, auch jetzt in der kälteren Jahreszeit bei vielen türkischen Lebensmittelhändlern, aber auch bei den großen wie Kaufland zum Beispiel gibt. Das Rezept funktioniert auch mit getrockneten Feigen, diese dann vorher allerdings wenigstens 3 Stunden einweichen. Wir brauchen eine Stange Zimt, Salz, 200 ml roten Portwein, ersatzweise auch Sherry, wir brauchen Sherry-Essig und grobkörnigen Senf. Und dieser ist ja meistens süß, doch es gibt ihn auch in einer schärferen, herzhafteren Variante. Und hier müsst ihr eben ganz nach eurem Geschmack entscheiden. Zuerst werden die Feigen halbiert, geviertelt, geachtelt und besonders dicke Hautstücke können dabei abgeschnitten werden. Dann geben wir sie in einen Topf, fügen den Portwein hinzu, geben die Zimtstange mit hinein und lassen alles aufkochen. Danach reduzieren wir die Temperatur und lassen alles, also bei kleiner Hitze, für ca. 15 Minuten sanft kochen. Dabei hin und wieder umrühren, dann mit Salz würzen, den Sherry-Essig dazugeben, alles verrühren und kurz nochmal köcheln lassen und nun vom Herd nehmen. Jetzt wird der grobkörnige Senf noch eingerührt und schon können wir unser Eigenfabrikat in Gläser abfüllen. Das Ergebnis ist ein wirklich leckerer Senf, der natürlich ausgezeichnet zu Fleisch passt, aber auch darüber hinaus vielseitig verwendet werden kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung. Falls euch jedoch Dijon-Senf lieber ist oder ihr den Senf gleich an einem Rezept testen möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.